Hallo zusammen, hier ist wieder euer Tiller und heute wieder für euch in Shadowlands unterwegs. Und zwar gibt es heute wieder so ein kleines Video aus dem Format Waste of Money World of Warcraft Edition. Und heute wollte ich mir zwei Sachen anschauen. Und zwar einmal, was ich hier auf meinem ursprünglichen Main-Server Lothar an Gold ausgegeben habe für Berufe, Skillungen und Rezepte. Ich bin da nämlich gerade alle möglichen Berufe außer Lederer und Schmied so ein bisschen am Hochziehen, mir Rezepte am Kaufen und verschiedene Sachen auch zu farmen, halt auch Ruffraktionen, um Rezepte zu kriegen, aber dafür gebe ich ja eigentlich kein Gold aus. Und da wollen wir einmal reinschauen, was ich da quasi die letzten, ja, es sind jetzt fast 4 Wochen wieder ausgegeben habe. Und dann wollte ich noch gucken, was ich so für den Mage Tower ausgegeben habe. Da habe ich aber, muss ich euch ehrlich sagen, eher so ein bisschen Schätzungen. Ich habe zwischendrin immer mal drauf geguckt, aber ihr kennt es, man kauft da mit dem einen Char nochmal Pots, mit dem anderen Char nochmal Pots. Ich habe mir das leider nicht alles aufgeschrieben. Deswegen muss ich da so, ne, so ein bisschen das hochrechnen. Das habe ich auch gemacht. Und ja, ich würde sagen, wir gucken mal rein, was wir overall rausgehauen haben. Ich hatte hier auf Lothar mir ein bisschen Gold rübergezogen. Es waren, glaube ich, 3 Millionen, hatte ich mir rübergeholt von Blackmore. Und da waren das letzte Mal vor 4 Wochen noch, ich glaube, 1.611.000. Ich habe es nochmal nachgeguckt, offen. Und jetzt haben wir noch übrig 626.000. Heißt, wir haben fast 1 Million rausgehauen. Und diese Millionen splitten sich halt einmal in Rezeptausgaben. Dann habe ich mir Dings gekauft, hier einige Berufe, ein bisschen hochgeskillt. Das kann ich euch auch mal kurz zeigen, Fertigkeiten, genau, Schneider und hier VZ hatte ich ja schon auf Max, ne? Also die sind komplett alle Expansions durch auf Max. Dann bei Inji habe ich noch ein bisschen was hochgebastelt. Ich habe mir jetzt Shadowlands, Inji hochgebastelt, Kultiras, seht ihr, sind wir noch nicht ganz auf Max. Das liegt einfach dran, hier auf dem Server war kein Erz mehr drin und Inji in Kultiras hochzuskillen ist erstmal sauteuer und saunervig, weil man nur noch grüne Sachen hat oder halt Materialien aus Raids braucht und ich möchte mit dem Low-Level-Char nicht in irgendwelche Raids reingehen, deswegen muss ich über so grüne Sachen hochbasteln, da braucht man Unmengen Erzen, dieses Silbersturm irgendwas Erz, ich weiß nicht genau wie es heißt, egal, auf jeden Fall, ich habe den HL leer gekauft, es war nichts mehr drin, ne? Ist bisschen, blöderweise ein bisschen Low-Pop-Server hier auch. Und ja, also da fehlen mir noch ein paar Skillpunkte. Dann Inschriftenkunde hatte ich, glaube ich, schon fertig. Ich habe mir dann noch einen zweiten Inji hier, wie ihr seht, ein bisschen hochgebastelt. Und zwar auf Classic habe ich den Priester Inji auf 300 gemacht. Schlichtweg deswegen, weil ich mir ein paar von den Inji-Brillen, die sind im Classic-Bereich alle Stoff, als T-Mock holen wollte. Und dafür brauchte man, oder braucht man halt blöderweise auch den Inji auf einem Stoffchar, dass man die anziehen kann und das Thema kriegt. Das ist ein bisschen blöd, deswegen musste ich mir den hier auch nochmal hochziehen. War aber ehrlich gesagt nicht so teuer, wie ich dachte. Da kann man viel über Thorium machen und das ist eigentlich recht günstig im Auktionshaus. Dann habe ich noch hier den Juwel. Da habe ich soweit alles hochgebastelt. Auch Shadowlands Juwel jetzt mal auf Max gezogen. Kultiras habe ich hier auch hochgezogen. Das war eigentlich kein Stress. Das Einzige, was ich hier noch brauche, seht ihr, sind die verheerten Inseln. Und das habe ich noch nicht in Angriff genommen, schlichtweg, weil man da viel questen muss. Also in Legion ist es so gewesen, dass man seine Berufe quasi über eine lange Questreihe hochgezogen hat, kriegt man halt immer die Rezepte über diese und da hatte ich jetzt bis jetzt noch nicht so die Zeit gefunden, aber das steht auf jeden Fall noch auf dem Zettel. Wie gesagt, hier Shadowlands und Kultiras habe ich da relativ easy hochziehen können. Dann haben wir noch Alchi, das habe ich jetzt auch fast auf Max. Ihr seht, da sind wir bei 1112 Punkten. Irgendwie kann ich es beim Addon jetzt nicht drüber fahren, aber da fehlen mir, glaube ich, auch nur noch ein paar Punkte in hier in Legion. Da bin ich mitten in der Questreihe, die muss ich halt demnächst mal ein bisschen weiterspielen. Ich habe mir bei den ganzen Berufen immer mal wieder ein paar Rezepte gekauft. Viele sind jetzt nicht mehr im Auktionshaus. Ich hatte ja im letzten Waste of Money Video vor 4 Wochen schon mal einiges Teures rausgekauft. Viele Rezepte sind nicht mehr im Auktionshaus. Ich kann zum Beispiel jetzt mal mit meinem Schneider reingucken, beziehungsweise Schneider und im VZ-Char. Und wenn ich da einmal auf die Rezepte gucke, dann seht ihr, sind noch insgesamt 2 Rezepte drin, die für Schneider oder VZ sind. Das eine hier ist ein Kochrezept, das brauche ich ehrlich gesagt nicht. Das habe ich übrigens auch schon. Ah, zeigt mir das hier falsch an. Und zwar habe ich hier eins für 900.000 Gold drin.
was ein Classic World Drop ist. Und dann habe ich hier noch eins für 289.000 drin. Und das ist mir ein bisschen teuer. Das ist auch nochmal ein Classic World Drop, so wie es aussieht. Ich habe mir jetzt eigentlich mit den ganzen Chars alle Rezepte immer rausgekauft, die unter 100.000 sind. Und Inschriftenkunde war die letzten Wochen gar kein Rezept drin. Ich glaube, ich habe da auch schon alle, die ich immer Haar kaufen kann. Dann für Inji war auch nur noch ein Rezept drin. Das ist aber für Goblin Inji und das kann ich nicht lernen, weil mein Inji Gnomen Inji ist. Für Juwelenschleifen sind immer nur drei Rezepte drin, jeweils für 350.000. Das sind auch so die einzigen, die im Auktionshaus sind. Die sind mir dann auch tatsächlich zu teuer. Und die anderen Berufe und Alchi sind, glaube ich, immer noch zwei drin. Ein Removedes für irgendwie 2 Millionen und ein anderes Classic-Rezept für, glaube ich, 300.000 oder so. Ja. Aber das Gute ist, ich brauche eh nicht mehr sonderlich viel. Ich kann euch jetzt mal exemplarisch die zeigen, die ich aus Classic zum Beispiel, beziehungsweise mit dem Schneider allgemein noch brauche. Ne, machen wir das hier mal kurz zu. Also in Classic, ne, sind es zum Beispiel noch ein World Drop, 2, 3, das kriegt man beim Timewalker-Händler, 4, 5 World Drops, die ich mir dann im AH kaufen kann oder mir die wahrscheinlich holen werde. In Burning Crusade ist es, glaube ich, nur ein World Drop, das ist alles auch in Dungeons, genau, ein World Drop vom Schneider. Ja, das sind alles Dungeon-Sachen und von den Seern. Da muss ich mal noch gucken, ob ich mir die Tortur nochmal antue, den von Aldo auf Seher zu switchen. Hier ist es, glaube ich, das ist auch Weltkreaturen in Kataklysmus, also nochmal 1, 2, 6, 7, 8 und Kultiras, ja, da muss ich halt in die Raids rein, um diese Raid-Materialien zu kriegen, die Blutzellen, Breath of Bonsandi, dass ich das craften kann. Und in Shadowlands für das Rudiment müsste ich die Kampagne nochmal komplett spielen, in die Nightfear-Kampagne, dass ich dann das 4. Chapter in der Vorstoß des Todes-Kampagne spielen kann, um mir das Rudiment zu holen, also das hat quasi auch nichts mit Gold zu tun. Und da müsste ich halt mehr die Muße und die Zeit finden, die Kampagne komplett durchzubasteln. Aber ihr seht, hier Stoff sind es vielleicht jetzt nur 8 Rezepte, die ich mal kaufen könnte oder müsste. Und die werden wahrscheinlich alle relativ teuer. Und ich hoffe, dass ich über die Zeit die irgendwann mal günstig schießen kann. Vielleicht für 100.000, vielleicht für ein bisschen drunter, wenn es gut läuft. Mal gucken. Ja, und VZ sieht es ähnlich aus. Wenn ich da auf die Rezepte gucke, die ich noch brauche. Habe ich, glaube ich, auch 1, 2, 3, 4, 5, 6 Classic World Drops. Dann hier, das sind aus Dungeons. Ne, das ist auch noch ein World Drop, glaube ich. Das auch. Und das ist auch ein Dungeon. Also da sind es dann auch noch 2. Haben wir 8. Nordend ist das. Das müsste auch ein World Drop sein. Ich bin mir nicht sicher, ob ich den mal kaufen kann. Sagen wir mal 9. Das sind beide aus Ulduar. Das kriege ich über eine Questreihe. Da muss ich, glaube ich, Terrasana, wie die Ruffaktion heißt, auf Ehrfürchtig haben. Muss ich mir auch noch die Zeit finden, dass ich das hochfarm. Und das hier sind, ja, das ist die Special Quest aus BFA. Da muss man so ein Item zusammenbauen und da kann man sich dann das Rezept holen. Das kriege ich noch aus Dazalore und die sind hier über die Ehrenabzeichen, die ich demnächst auch mal ausgeben will. Also da ist auch nochmal ein bisschen was dran. Aber ihr seht hier, sowohl Schneider als auch VZ sind es tatsächlich gar nicht mehr so viele Items, die ich brauche. Und es sind auch nur noch wenigere World Drops. Und bei den anderen Berufen sieht es tatsächlich ähnlich aus. Also bei Eichi ist es auch nicht mehr so viel. Und Inschriftenkunde sowieso, da ist es eigentlich mehr Gefarme, vor allem Ruf, um die ganzen Verträge zu kriegen und Dungeons für die Vantus-Runen. Das ist eine langfristigere Angelegenheit tatsächlich noch. Gut, so viel jetzt dazu. Was habe ich jetzt overall für Skillen und für die Rezepte ausgegeben? Ich denke, dass von diesen etwa 1 Million Gold zu 400.000 Pi mal Daumen, vielleicht sind es 500.000, 600.000 gewesen, tatsächlich Skillkosten waren. Ich habe nämlich auch ein bisschen was reingeholt. Ich habe nämlich ein paar Steinchen verkauft. Ich habe ja den Juwel unter anderem geskillt und den Alchi. Und vor allem die BFA-Steine als auch die Tränke haben ja sehr, sehr gute Profite gebracht, während dem Match Tower, einfach weil man die auch dafür tatsächlich gut verwenden konnte. Heißt, ich habe da ein bisschen was reingeholt. Overall sind jetzt quasi, wenn man dieses Gold, was ich wieder reingeholt habe, 400.000 Kosten entstanden dadurch. Und wahrscheinlich war es halt, was ich ausgegeben habe, 600.000 schätze ich und 200.000 werde ich wieder reingeholt haben. Irgendwie sowas Pi mal Daumen. Ich habe das Gold immer gleich wieder rausgeholt. Einfach, warte mal, das ist das falsche Ding. Das wollte ich euch zeigen, genau. Einfach, um da wieder ein bisschen zu gucken, dass wir auf Gold kommen. Ich hatte teilweise ein bisschen Probleme, mir manche Rezepte dann noch zu kaufen, weil ich relativ low war. Jetzt haben wir hier noch die Ausgaben, die ich für den Match Tower rausgehauen habe. Und zwar sind es größtenteils
Schätzungen, sage ich euch. Ich vermute, dass ich etwa so 2,5 Millionen Gold für ein Matchhaul rausgehauen habe. Das setzt sich einmal zusammen, dass ich mir halt Items gecraftet habe, Items im Auktionshaus gekauft habe und der größte Teil sind halt Tränke, also Pots, dann Flasks, Runen, Heiltränke, dann diese Kriegsrollen, wo man sich nochmal buffen kann, Buff-Food und Konsorten. Auf manchen Servern war das Zeug extrem teuer. Ich kann jetzt zum Beispiel sagen, ich glaube, bei meinem Main habe ich für diesen Trank der verlängerten Wut 600 Gold gezahlt. Für eine Rolle waren es dann auch 600, 700, 800 Gold, was ich gezahlt habe. Dann zahlst du für einen, habe ich für eine Flask teilweise 1000 Gold gezahlt, für eine Rune nochmal 200, 300 Gold, für einen Food dann nochmal teilweise für ein gutes 200 Gold. Und wenn dann für einen Healpot nochmal 100, 200 Gold. Und wenn man dann jeden Try zwei Pots raushaut, eine Rune, eine Rolle, dann noch das Schattenkernöl, gut, das ist das Minimalste, ne? Dann noch die Flask, einen Healpot draufhaut, dann kann man schon mal für einen Try 2000 Gold raushauen. Und wenn man dann halt wie ich bei der Eule doch einige Tries mehr hatte, über 100 Tries, dann wisst ihr, wo das Gold hingeht, ne? Und dementsprechend habe ich dann mit den Twinks später angefangen, bei den ersten Tries, wo ich quasi nicht, wo ich erstmal reinkommen musste, mal checken, okay, wie spiele ich die Klasse, wie schaut das aus, erstmal die teuren Sachen weggelassen und erst später diese Consumables wie Pots genommen, wie die Kriegsrollen, die ich teilweise dann ganz weggenommen habe. Auf manchen Servern kostet die 2000 Gold eine Rolle und da wird es halt dann verdammt teuer. Aber was meine Schätzungen so etwa sind, auf dem Druid werde ich wahrscheinlich overall so um die Millionen ausgegeben haben, ne? Ich habe da den Guardian Spec gespielt, die Eule, die Katze und den Heal Druid, also 4 Specs, waren etwa 1 Million Gold, weil ich da auch mit Abstand am meisten Tries gebraucht habe beim Druid. Vielleicht auch deswegen, weil die Challenges da das erste Mal wieder gespielt habe und ich ein bisschen reinkommen musste. Beim Hexenmeister habe ich wahrscheinlich um die 350.000 ausgegeben. Ich hatte nämlich um die 300.000, war dann auf 0 Gold, musste noch mal ein bisschen was rüberschicken. Also es waren so 350.000 vermutlich. Auf dem Magier waren es um die 250.000, auf dem Worry wahrscheinlich auch. Auf dem DH habe ich um die 300.000 wahrscheinlich ausgegeben. Da war das Teure tatsächlich das Gear, da hatte ich gar nicht so viele Tries, aber da musste ich mir das Gear einmal aus dem AH holen. Und beim Hunter war auch das Gear mit Abstand das Teuerste. Ich glaube, ich habe für das Gear 250.000 ausgegeben und dann für die Consumer bis vielleicht ein bisschen über 100.000 tatsächlich. Ich hatte beim Hunter... Oder habe ich 300.000 für die Dinge ausgegeben, für das Gear? Ich glaube fast. Ich habe beim Hunter, das war jetzt die letzte Klasse, die ich gespielt habe, da habe ich eigentlich overall nur 25 Tries für alle Specs gebraucht. 5 für PM, 5 für MM und 15 für den Survival Hunter, was für meine Verhältnisse relativ wenig war tatsächlich. Aber da ich mir das Gear selber nicht craften konnte und dann teilweise ein Teil 30.000, 40.000 im AH gekostet hat und ich dann... leicht dumm genug war, die zu kaufen. Wahrscheinlich hätte man das auch mit weniger Gear schaffen können, also zumindest die ersten beiden Specs, ne? Aber wenn man so ein bisschen gebranntes Kind ist und bei mancher Challenge dann rein tryhardet und teilweise dann, wie beim Demo-Hexer, da habe ich, weiß nicht, 60, 70 Tries gebraucht oder so, irgendwie sowas, da denkt man sich, kaufe ich mir lieber einmal gutes Gear und habe dann vielleicht bei dem einen 2-3% Try den Kill, als dass ich dann nochmal ein paar Tries draufhauen muss. Naja, aber ich vermute jetzt mal in den 4 Wochen so Pi mal Daumen 250.000 müssten es gewesen sein, plus das, was ich jetzt ausgegeben habe mit den Berufssachen. Wie gesagt, ich habe da wieder ein bisschen was reingeholt, aber so 400, 450 sind es wahrscheinlich dann an Ausgaben nach quasi wieder eingegangenen Verkäufen. Sind wir etwa bei 3 Millionen. Und ja, ich weiß, diesmal ist das leider ein bisschen gegründet. Ich hätte mir die ganzen Sachen aufschreiben sollen, tatsächlich, von den Ausgaben hier mit dem Match Tower. Habe ich jetzt diesmal tatsächlich nicht gemacht, aber ich denke mir, wir sind einigermaßen dran. Ich habe zwischendrin immer wieder geguckt, was hatte ich auf den Chars, was habe ich ausgegeben. Blöderweise sind halt manche Chars, wie zum Beispiel der Druid oder auch der Hunter, auch meine Verkaufschars und dann habe ich nebenbei noch gecraftet und dann ist das alles ein bisschen verschwommen. Ich würde sagen, wir tragen das jetzt hier noch in meine Liste mit ein und zwar für das nächste Gold-Video, dass wir die 3 Millionen drin haben, dass das auf jeden Fall schon mal halbwegs stimmt und ja, damit sind wir auch schon tatsächlich relativ am Ende von dem Video. Ich werde wahrscheinlich so in, ja, 4 Wochen wieder so ein kleines Update zu meinem Berufe-Gedöns machen, vielleicht kriege ich die restlichen Berufe noch auf Max gezogen, vielleicht kann ich mir noch das ein oder andere teure Rezept hier ziehen
Und was ich auf jeden Fall machen muss, ich muss wahrscheinlich wieder mal ein paar Millionen auf Lothar rüberziehen, dass ich hier ein bisschen weitermachen kann, weil mit 600k komme ich leider bei den teuren Rezepten nicht mehr ganz so weiter. Und ja, ich würde sagen, dann sehen wir uns im nächsten Waste of Money Video wieder. Euer Teller, bis zum nächsten Mal. Ciao.